Heute will ich euch zeigen, wie ihr einen Oldemod 6 Server auf Netado installieren könnt. Zunächst müsst ihr euch die neuesten Simple Server Files von Oldemod 6 herunterladen. Hierzu findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Als nächstes müsst ihr die heruntergeladenen Dateien entpacken. Durch das Starten der Server-Start.patch-File werden alle nötigen Dateien für den Server heruntergeladen. Nach einiger Zeit des Downloadens müsst ihr noch die Euler per True akzeptieren, sodass der Server zum ersten Mal geladen werden kann. Nachdem die Konsole nichts mehr Neues anzeigt, könnt ihr diese schließen. Jetzt kommt einer der wichtigsten Schritte, und zwar müsst ihr die forge.jar-Datei in minecraft-server.jar ändern. Somit ist der Server-Download abgeschlossen und wir können mit Netado weitermachen. Installiert auf eurem Netado-Server bitte nicht Oldemods 5, sondern zum Beispiel wie in meinem Fall Forge Vanilla. Die Version ist hierbei egal. Nur hier kann ich garantieren, dass es funktioniert. Solltet ihr ein anderes Modpack schon installiert haben, könnt ihr links unten auf Spiel wechseln drücken und ein neues installieren. Ist euer Server fertig installiert, geht ihr auf Dashboard und scrollt ganz nach unten. Dort unter FTP-Zugangsdaten ist alles, was ihr braucht, um per FileZilla auf den Server zuzugreifen. Bitte stoppt den Server unbedingt, bevor ihr versucht, Dateien darauf zu ändern. Den Download-Link zu FileZilla könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Gerne könnt ihr auch ein anderes Programm eurer Wahl verwenden. Habt ihr euch nun mit dem Server verbunden, geht ihr in den Ordner Minecraft Other Mod Packs und löscht alles, was darin enthalten ist. In meinem Fall mache ich einen neuen Ordner, da aktuell ein funktionierender Server im anderen läuft. Jetzt müsst ihr nur noch alle Dateien, die ihr vorher heruntergeladen habt, in dieses Fenster hineinziehen und hochladen. Hier noch zwei wichtige Hinweise. Erstens, sollte dieses Fenster hier erscheinen, behaltet Überschreiben bei und klickt des Weiteren immer diese Aktion Ausführen an. Zweitens, sollte es dazu kommen, dass Dateien in fehlgeschlagene Übertragungen landen, dann müsst ihr diese unbedingt manuell erneut hochladen. Dazu einfach über die Datei hovern, diese zeigt euch dann an, wo die Datei gespeichert ist und wo sie hingeladen werden muss. Habt ihr eine Datei erneut hochgeladen, könnt ihr per Rechtsklick die Auswahl löschen. Das macht ihr mit allen Dateien, die fehlgeschlagen sind. Nachdem alles fehlerfrei hochgeladen wurde, könnt ihr FileZilla schließen. Jetzt müsst ihr nur noch in das Webinterface eures Servers gehen und diesen starten. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls noch Fragen aufkommen, werde ich versuchen, diese so gut wie möglich zu beantworten.